Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Schön, dass du hergefunden hast. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Melanie und heute ist es soweit. Ich darf heute meine Schulsachen zusammenstellen bzw. will den Rest noch besorgen. Denn ich hatte ja im vorletzten Video eine Ankündigung gemacht, dass sich gerade mein Leben ein bisschen umkrempelt und dass ich demnach demnächst wieder zur Schule gehe. Ich habe hier schon ein paar Sachen, aber wie gesagt, ein paar fehlen noch. Die werde ich heute besorgen und ich nehme euch einfach mit. Als allererstes, ich will euch mal zeigen, was ich schon habe. Als allererstes habe ich diesen stinknormalen Ordner. Ich fand den schön mit den Kirschen. Ich wollte ihn haben. Jetzt habe ich ihn, jetzt bin ich geglitscht. Für diesen Ordner möchte ich noch Trennwände für die einzelnen Fächer holen. Denn ich mag es nicht, wenn ich für jedes einzelne Fach einen Hefter habe. So habe ich alles zusammen und brauche nicht lange suchen. Und alles ist auf einen Haufen und perfekt. So, dann habe ich schon ein paar Stifte. Die dürfen natürlich nicht fehlen. Für mich als kleine Artistin oder, naja, weiß ich nicht, möchte gern Artistin. Die habe ich schon eine Weile, die Stifte. Die waren damals 4,99 €. Die sind gar nicht so teuer dafür, dass die von Castell sind, also Faber Castell. Mal gucken, wie die sich so malen. Dann habe ich noch natürlich diverse Sachen wie einen neuen Radierer, einen Einspitzer und dieser Stift. Ich schwöre euch, mit diesem Stift habt ihr die geilste Schrift überhaupt, die ihr haben könnt. Das ist ein Frixion-Stift und für den brauche ich auf jeden Fall neue Ersatzminen, denn ich glaube, der ist alle. Außerdem möchte ich noch einen Füller. Ich habe zwar diverse Füller noch von meiner Schulzeit, aber die sind alle irgendwie nicht mehr in Ordnung. Und deswegen gibt es heute einen neuen. Meine Federmappe, hier sind übrigens auch noch im Moment meine anderen Zeichenutensilien drin, wie ein paar Polychromos und Graphitstifte, ein schwarzer Fineliner und Papierwischer. Wir werden die Federmappe dann zusammenstellen. Mal gucken, was ich alles mitnehme. Das wird cool. Genau, also wir brauchen Papiertrennwände, einen Füller und neue Minen für den Stift. Auf geht's. Es wird schon dunkel. Ich gehe übrigens in den Pfennigpfeifer, weil die haben extrem viel Auswahl, wie ich gesehen habe, und sind dazu natürlich auch noch günstig. Mal gucken, was ich so finde. Auf geht's. Oh, hier sind die Minen, die ich meinte. Nur ein? Nur eine? Gibt es da nicht echt mehrere? Die sehen auch total cool aus. Gel-Kugelschreiber. MyPen. Super Soft Writing. Das klingt echt gut. Ich überlege, ob ich den mitnehme. Aber in Blau. Da ist sogar schon eine Ersatzmine. Ich glaube, ich probiere beides. Heute zum Abendbrot gibt es Sushi. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr auch Sushi esst oder ob ihr das eklig findet. Also Team Sushi oder nicht. Da habe ich eine coole Story zu, beziehungsweise nicht cool. Hin und wieder kaufe ich mir Sushi im Supermarkt und lege das dann während der Fahrt hier hin und esse das bis zu Hause auf. Das eine Mal habe ich das Ding aufgemacht, bin angefahren und da vorne an der Kreuzung, sieht man jetzt gerade nicht, ist so ein blöder Betonpoller, der die Sicht auf die Straße richtig krass zusperrt. Und auf jeden Fall
wollte ich anfahren und auf einmal kam doch von rechts ein Auto, das habe ich durch diesen Poller nicht gesehen und musste richtig krass bremsen. Auf jeden Fall, mein Sushi durfte ich dann da unten im Fußraum aufsammeln und Armbrot war ausgefallen, weil ich bin gerade das losgefahren. Ja, dumm gelaufen. Ab nach Hause. Ich bin wieder zu Hause und es geht los mit unserem kleinen Haul, was ich im Endeffekt gekauft habe. Als erstes werde ich mal meine Federrappe hier auskippen. Alles raus, was ich jetzt gerade nicht brauche. Als erstes habe ich gekauft diese Trennwände für den Ordner, die kommen dann da rein. Die haben gekostet 1,29 Euro. Dann habe ich diesen Gelstift gekauft. Der hat gekostet 2,99 Euro. Dann habe ich diese Mine für diesen besagten Stift. Den werde ich für zu Hause klar machen, denn ich möchte auf jeden Fall mal diesen Gelstift probieren. Und einen Füller habe ich auch gefunden. Der sieht voll cool aus. Ich hoffe, der schreibt gut. Der war übrigens 9,99 Euro und diese Ersatzmine war 1,89 Euro. Also nicht günstig. Dann habe ich noch für den Füller stinknormale Tintenpatronen für 1,29 Euro und einen College Block für 1,99 Euro. Wow, sind die echt so teuer? Ich packe das jetzt alles aus und teste es. Ich bin fertig! Und ich bin total überrascht, denn der Gelstift schreibt fast genauso wie ein Füller. Also optisch nimmt sich das echt nicht viel. Ich bin begeistert. Und so sieht das jetzt im Endeffekt aus. Moment. Also, ich habe jetzt den Ordner schon ein bisschen vorbereitet. Mit diesen Trennern drin. Da habe ich dann auch schon ein paar Blätter Papier reingelegt, jeweils. So, dass ich nur noch die Fächer draufschreiben muss. Der Block kommt natürlich auch wieder da rein. So. Und in der Federmappe habe ich jetzt ein Lineal. Hier oben sind die Ersatzpatronen. Die ganzen Stifte. Das hier ist ein Radiergummi. Der hat hier vorne einen ganz spitzen kleinen Radierer dran. Das ist ein Bleistift. Und dann haben wir hier die Buntstifte. Und es darf nicht fehlen. Der neue Radierer. Ein Anspitzer. Du kommst weg, du gehörst nicht dazu. Und hier noch ein paar diverse Zeichenutensilien. Und dann wären wir auch schon fertig. Es kann losgehen. Schule kann losgehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da oder schreibt einen Kommentar. Wie gesagt, mögt ihr Sushi, ja oder nein? Das war ja meine Frage. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Wenn ihr dazu noch das Glöckchen aktiviert, dann verpasst ihr gar nichts mehr. Ab nächste Woche gibt es richtig coole Vlogs. Das lohnt sich. Verspreche ich euch. Verspreche ich euch. Habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!